herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch gemeinsam einen Tag gestalten, den ich aus Holz anfertige und den wir dann so ein bisschen kollagieren und frühlingshaft fertig machen, um ihn dann später entweder als ein Journal-Cover einzusetzen oder uns ihn zum Beispiel auf weitere Holzteile zu montieren oder einfach schön hinzustellen, um uns den anschauen zu können. Ja, falls euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen etwas vorbereitet, damit wir nicht allzu lange arbeiten müssen jetzt heute. Ich habe schon mal grob dieses dünne Holzbrettchen, was ich habe, vorbereitet. Man kann da eine dünne Sperrholzplatte für nehmen, die bekommt man im Baumarkt zum Beispiel. Die darf auch ein bisschen dicker sein. Wichtig ist es, dass es ein relativ weiches Holz ist. Diese hatte ich jetzt als Reststück übrig von so einem kleinen Regal, was ich mal hatte. Da war das mit ausgepolstert und dachte mir, verwende ich das jetzt einfach. Das ist natürlich so dünn, dass es sich ein bisschen wälzt, wenn es feucht wird. Ich hoffe, das bekomme ich ausgeglichen dadurch, dass ich das beklebe und kollagiere. Und falls nicht, dann klebe ich mir zum Schluss noch etwas dahinter. Ich finde das nicht so dramatisch. Ich mache es mir immer ganz leicht. Ich benutze keine Säge oder irgendetwas Ähnliches hier für so ein dünnes Holz, für ein dünnes, weiches Holz wohlgemerkt, sondern ich schneide mir das einfach mit dem Cuttermesser zurecht. Und wie ihr seht, habe ich hier mir auch die letzte Ecke noch richtig markiert und hier ein Loch mir vormarkiert, weil ich natürlich auch noch ein Loch haben möchte. Es soll ja wie ein richtiger Tag aussehen. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, wie einfach das funktioniert, das abzutrennen mit einem Cuttermesser. Wichtig ist es, ein stabiles Cuttermesser zu haben. Ich möchte jetzt dafür mein teures nicht nehmen. Ich habe so ein ganz einfaches, das war mal in so einem Set. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das jetzt von Action war oder auch aus dem Baumarkt. Und ich habe ein Metalllineal aus Aluminium. Und wenn ich mir alles vorgezeichnet habe, ich sage euch gleich auch nochmal die Maße, dann lege ich mir einfach das Metalllineal an. Und gehe immer wieder vorsichtig, ja, sollte man auch dann festhalten, immer wieder vorsichtig mit dem Cuttermesser hier lang. So, das mache ich dann nicht nur einmal oder zweimal, sondern ich mache das wirklich mehrfach und zwar so lange, bis ich merke, oh, da tut sich was, da gehen Späne ab, da geht das immer wieder, ja, da komme ich immer tiefer mit dem Messer. So, das mache ich ganz geduldig. Wie gesagt, wenn ihr eine Säge habt, dann ist das ja gar kein Problem, das auch auf einer Säge mal kurz drüber zu ziehen. Nur die meisten, die ich kenne, haben keine Säge zu Hause und sind eher die Papierbastler. Also von daher, dann kann man das ganz einfach so machen. Ich mache das jetzt hier so ein bisschen weiter mit Geduld und Spucke. Ihr seht, das kommt immer tiefer, das wird immer, schnitzt sich immer weiter ab. So, und wenn ich letztendlich, seht ihr so, ich habe die Hälfte jetzt ungefähr geschafft. Wenn ich ganz durch bin, dann merke ich das schon, dann lässt sich das manchmal auch schon abbrechen. Aber davon rate ich euch eigentlich ab, weil da man sich doch dann vielleicht die obere Schicht mit einem abknickt oder so. Das möchte man ja nicht. Aber ihr hört schon, man hört schon am Ton auch, dass es immer einfacher wird, das abzulösen. So, jetzt bin ich durch. Und dann nehme ich mir ein Schmirgelpapier. Das hier ist jetzt nicht original, das ist jetzt nicht von Ranger, die gibt es aber auch von Ranger. Ich habe mir da so ein Schmirgelpapier für zurechtgeschnitten. Und da gehe ich einfach jetzt hier so drüber und breche die Kanten, sagt man. Das bedeutet nichts anderes, als dass ich hier die Späne von den Seiten runterhole und mir das so glatt mache, dass ich keine Probleme bekomme, wenn ich da mit den Fingern drüber gehe. Damit ich euch später besser bei der Gestaltung mitnehmen kann, habe ich jetzt einen Schritt ohne euch gemacht. Ich habe hier ein Loch reingebohrt. Dann habe ich mir von meinen Rostpapieren einfach einen Tag zurechtgeschnitten, der genauso groß ist. Ich habe einfach drumherum gezeichnet und mir den dann ausgeschnitten. Einmal mit Vintage-Foto geinkt rundherum. Jetzt habe ich mir das einfach so ein bisschen vernäht, dass das ein bisschen interessanter aussieht, auch ein bisschen ungleichmäßig. Und was ich gerne mache, ist einmal komplett da aufzuhören, wo ich angefangen habe. Dann habe ich vier Fäden. Ich verknote mir jetzt hier die Enden erstmal, damit ich gleich vielleicht entscheiden kann, ob ich noch ein Schleifchen reinmache oder was weiß ich. Das ist euch überlassen, ne? So. Jetzt klebe ich das, glaube ich, schon mal auf. Ich glaube, ich möchte jetzt diese Seite hinten haben. Also hinten auf der Rückseite diese dunkle Fläche haben und hier die etwas hellere.
Und ihr könnt dafür Collage-Medium nehmen, Buchbinderleim nehmen, um das aufzukleben. Ich nehme jetzt wirklich nur Art Glitter Glue. Der ist auf so einem Papier super. Wenn ihr kaffeegefärbtes Papier oder ähnliches nehmt, rate ich euch davon ab. Also ich muss dazu auch sagen, wenn ihr etwas Flexibles haben wollt, das heißt, dass der weich bleibt oder ihr klebt zum Beispiel einen Stoff auf, dann ist es sinnvoller, einen anderen Kleber zu nehmen, nämlich einen Buchbinderleim, der flexibel bleibt. Und der Art Glitter Glue, der wird halt steif, ne? Also der wird halt unflexibel, der ist dann unflexibel und kann dann auch ja, so eine harte Wirkung haben. So. Nehme jetzt mein Falzbein jetzt gleich auch noch und streiche das fest. Ich gucke wirklich, dass hier alles bündig sitzt. Ich glaube, ich habe doch ein bisschen großzügig gearbeitet. Können wir aber noch ein bisschen einkürzen und dann nochmal drüber inken. So schlimm ist das nicht. Hier habe ich auf der Seite ein bisschen weniger Spiel als auf der anderen. Deswegen ziehe ich das jetzt hier so rüber. Ich glaube, ich nehme gar kein Falzbein. Ich mache das jetzt mal eben hier flächig. Das reicht mir gerade. Ja. So, und dann schneide ich das hier nämlich nochmal ab. Dann haben wir das auch gegessen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da gerade vermessen hatte. Beziehungsweise, ob ich da einfach zu vorsichtig beim Ausschneiden war. Das bekommen wir aber hin. Ohne Probleme. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal inken, sonst sieht das doof aus. So, ich habe ganz vergessen, ich muss mir mein Loch hier wieder frei machen. Und hoffe, das klappt jetzt hiermit ganz gut. Ich glaube, das geht gerade so durch. Es ist halt ein kleines Loch. Es ist ja nicht schlimm, dass das jetzt nicht ganz so durchgestanzt ist. Ich drücke mir das hier durch und erweitere mir das auch noch so ein bisschen. So, jetzt geht es besser. So, und da machen wir nachher natürlich dann auch noch was drüber. So ein Ringlochverstärker oder ähnliches wäre schon ganz sinnvoll. Das sieht dann auch einfach besser aus und gleichmäßiger. So, ich werde jetzt euch vorstellen, was ich mir vorgestellt habe, um zu kollagieren. Ich wollte mal in die Lila-Richtung gehen. Das ist eigentlich nicht ganz so meine Farbe, muss ich sagen, aber irgendwie beim Betrachten der Sachen, die ich hier so habe, hat es mich dann erwischt. Das sind die Collage-Strips von Tim Holtz. Das hier ist alles aussortiert aus dem Ephemera-Pack. Palette. Und hier habe ich von den Layers Organic noch ein paar Sachen rausgesucht. Den Vogel und die Blume. Ich muss dazu aber sagen, ich habe das noch ein bisschen stärker ausgeschnitten und schon mit Collage-Medium betupft, damit das ein bisschen besser aussieht und ein bisschen besser für mich zu behandeln ist. Ich habe vor, mit Crackle Paint später noch zu arbeiten und vielleicht die in zwei verschiedenen Farben mit einzufärben. Ich hatte ein bisschen Problem mit meiner Farbpalette. Ihr kennt das ja, ich habe mir so nach der Anleitung ungefähr für meine Bedürfnisse total angepasst, nach der Anleitung von Luise Heinze ja diese Swatches gemacht. Jetzt habe ich das Problem, dass ich wieder mal festgestellt habe, dass das nicht in meine Palette passt, was hier so bei den Farben ist, in den verschiedenen Embellishments. Aber wenn man dann sich anguckt, wie sich die Oxidation verhält von den entsprechenden Farben, dann bin ich nah dran, sagen wir es mal so. Also, ich habe das Gefühl, dass hier ein bisschen das die Concord mit im Spiel ist. Wenn wir das uns zum Beispiel hier nebenhalten, dann passt das schon ein wenig, geht aber dann auch hier auf dem Fotopapier mit seiner Oxidation, dass das die Concord in diese Richtung hier, dass das passen könnte, ne? Hier so diesen Farbton. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Shaded Lilac hier. Auf dem Fotopapier seht ihr, dass das auch diese hellere Note hier gibt. Nur da passt der Blauton dann nicht ganz dazu. Also es ist so ein bisschen heikel. Also ich mache so eine Mischung aus Dusty Concord und Shaded Lilac, denke ich. Werde dann aber auch mal gucken, wie es insgesamt so aussieht auf dem Papier. Ich ink weiterhin mit Vintage Photo, weil ich das so ein bisschen erden will. Frayed Burlap hätte vielleicht auch sehr gut gepasst. Aber ich weiß nicht, irgendwas hat mich dazu bewogen, Vintage Photo zu nehmen. Ich habe
Shaded Lilac tatsächlich auch als Distress Crayon. Und ich werde den Vogel, den ich jetzt noch erstmal so gleich ein bisschen anschleifen werde, weil ich da schon Collage-Medium drauf hatte, ein bisschen damit einfärben. Der soll ein bisschen unnatürlich aussehen. Ne? Und die Teile werden wir hier auch noch alle bearbeiten, definitiv. Das kann so nicht bleiben. Und dann habe ich mir eine Paper Doll ausgesucht. Die habe ich noch nicht betupft mit Collage-Medium, weil ich fand, von der Größe und von dem Gesichtsausdruck her passt das sehr gut. Ich habe den Vogel mir schon so zurechtgeschnitten, dass hier unten das Holz, also der saß auf einem Ast und hat sich da so festgehalten, auch schon ab ist, weil ich den nämlich hier auf die Schulter setzen möchte, den Vogel. So, und zwar so, als ob er sich hier so festkrallt. So, gucken wir nochmal, wie wir das nachher noch schöner hinbekommen, dass es natürlicher aussieht. So, und die Blume dachte ich mir, die wäre ja toll, wenn man sich hier so daran anlehnt. Ne? Sieht ja so aus, als würde er sich irgendwo dran anlehnen. Und das war so mein Grundgedanke mit einem Spruch noch. Den zeige ich euch nachher auch, wenn wir den rausgesucht haben. Nur man sieht jetzt schon, dass er natürlich irgendwie in dieses Farbschema reinpassen muss. Wenn wir jetzt hier noch mit Vintage-Foto arbeiten und inken und dafür muss ich das Schleifpapier benutzen, dann wird dieser Braunton auch wieder aufgenommen. Ihn möchte ich dann auch so ein bisschen gestalten und hier die Fliege und das Innere vom Hut zum Beispiel in Shaded Lilac anmalen. Das machen wir jetzt auch direkt mal eben. Aber ihr seht schon, diese Blautonnote passt da eigentlich nicht zu. Ich habe nun mal leider keinen Distress Crayon, der in die Richtung geht. Und ich gucke, im Notfall habe ich hier auch noch den Seedless Preserve. Crayon, da können wir das versuchen, so ein bisschen zu mischen, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Ich gehe da jetzt erstmal mit dem Crayon drauf und dann mit dem Wassertankpinsel. Ihr könnt auch euch einen Acrylblock nehmen und das direkt einfärben. Das funktioniert auch wunderbar. Aber ich mache jetzt den schnellen Weg. Und die Schuhe. Genau. Dann haben wir das direkt erledigt. Und ja, ich habe keinen besonders guten Wassertankpinsel. Ich muss mir mal einen neuen kaufen. Man sollte einen guten haben, der nicht zu sehr verwässert. Gar keine Frage. Aber bis jetzt, dadurch, dass ich das so wenig brauche, habe ich mir keinen angeschafft, der teuer ist. Aber vielleicht ist das ein Fehler. So. Ja, es hat so ein bisschen diesen Blauton mehr, ne? Es ist nicht so richtig lila. So. Es wäre besser gewesen, das auf einen Acrylblock zu packen vorher. Das habe ich schon öfter gemacht jetzt. Das macht mehr Sinn. Es wird ein bisschen schöner. So. Aber von der Grundnote seht ihr, dass das passt schon irgendwie. Da ich wirklich alle Distress Oxides habe, frage ich mich wirklich, welcher Farbton da mit gemeint sein sollte. Könnt mir das ja mal in die Kommis schreiben, wenn ihr da mehr herausgefunden habt oder was anderes als ich herausgefunden habt. Das würde mich mal interessieren. So, jetzt nehmen wir vielleicht erst einmal, Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen durcheinander arbeite, aber es sind wieder so viele kleine Teilschritte. Ich nehme jetzt mein Schleifpapier und schleife mir das hier an, weil ich hier schon Collage-Medium drauf habe. Das heißt, an den Stellen würde gar keine Farbe so richtig aufgenommen werden mehr. Sonst, also der nimmt die Farbe dann nicht so an, weil die sich dann wieder ablöst, wenn man da drüber streift. Und das wäre sehr schade. So, dementsprechend schleife ich hier noch ein bisschen nach, ne? So. Und muss auch nicht überall sein, soll ja wirklich nur distressed aussehen. Und dann nehme ich mein Vintage-Foto, so der Plan zumindest, um das wieder so ein bisschen zu erden und ein bisschen ins Dunkle hineinzuholen. Auch wenn wir hier beim Frühling sind, möchte ich doch diesmal so ein bisschen mehr Vintage-Charakter da drin haben. Und nicht nur dieses Frühlingshafte. Hm? So, anders wüsste ich nicht, wie... Sonst passt es irgendwie nicht diesmal. Mir ist danach. So. So. Ihr seht auch genau, wo, an welchen Stellen ich mit dem Papier drüber gegangen bin und an welchen nicht. Das saugt ganz anders. Ich gehe auch hier vorne so ein bisschen drüber. Ich hoffe, dass ich mir nicht zu sehr vom Bild anschleife.
So, das reicht, denke ich. So, ja. Dann ist es nicht mehr so weiß. Beim Vogel mache ich jetzt genau das Gleiche. Und da müssen wir auch noch mit dem Distress Crayon drauf. Vielleicht nehmen wir da die knalligere Farbe gemischt mit dem Blau, mit dem Shaded Lilac. Das ist ja bläulicher in dem Fall. Schauen wir mal. Ich nehme jetzt aber einen Acrylblock. Faulheit ist nicht gut. Wenn man mischen will, dann sollte man das vielleicht tun. Ich habe da leider kein Dusty Concord davon. Aber da muss ich jetzt durch. So. Nehmen wir ihn erstmal hier. Ja, doch, das ist aber nicht verkehrt, wenn wir das mischen. Das ist nicht verkehrt. So, ich würde schauen, dass ich wirklich diesen Flügelteil hier einfach nur einfärbe. Mal gucken, wie das aussieht. Ach, wir haben noch nicht genug angeraut, ne? Da ist schon zu viel Collage-Medium drauf. Oder wir verpassen dem so eine Aura. Also so rundherum das. Na, das ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll. So, ich raue das jetzt ein bisschen an, dass er die Farbe ein bisschen besser annimmt hier. Gut. Wie gesagt, das mache ich nur, weil ich die schon vorbehandelt hatte. Ne? Ich hatte die alle schon mit Collage-Medium eingetupft, die Teile von den Organics. Da habe ich mir ein komplettes Paket geschnappt und das mir schon so vorbereitet, weil ich das so am besten verarbeite eigentlich. Ne? So. Ich finde das lustig mit dem Gefieder jetzt hier. So. Ja. Das lasse ich jetzt trocknen. So. Und den Schmetterling wollte ich auch gerne mitverarbeiten. Der ist aus dem Paket aus dem Ephemera Pack. Und da kann ich ganz einfach rundherum inken, weil ich ja keinerlei Medium da drauf habe oder so. So, ist auch so ein bisschen blau drin, das fand ich auch ganz gut so. So, den werde ich auf jeden Fall auch verwenden. Wo der hinkommt, keine Ahnung. So, und wir schauen mal, was wir jetzt hier für den Hintergrund nehmen. Und wir schauen mal, ob wir überhaupt zwei Collage-Strips nehmen oder nur einen. Ich finde ja schön, dass auch hier diese rötlicheren Töne drin sind. So, ich lege das jetzt einfach mal nur hier so hin. Einfach mal so ein bisschen hier und ein bisschen hier. Das trocknet jetzt hier alles vor sich hin. Ich habe da noch mal drüber getupft und den Vogel ein bisschen mit Vintage Photo geinkt und so weiter. Ich habe jetzt mir hier Shaded Lilac und Dusty Concord auch mal geholt, um jetzt hier zum Beispiel noch diese Ringlochverstärker zu inken. Ich werde jetzt das mal mit Dusty Concord versuchen, schauen, ob das gut aussieht. Vielleicht ein bisschen Wasser drauf spritzen, um diese blaue Oxidation hinzubekommen. Ihr seht, wie pink das ist sonst. Also das ist schon sehr extrem. Aber ihr werdet gleich sehen, wenn ich das ein bisschen mit Wasser behandle, dann ist da hoffentlich, ich weiß nicht, ich habe das ja bei den Ringlochverstärkern hier noch nicht getestet, ist das hoffentlich ein bisschen bläulich. Müsste aber. Also eigentlich ist die Oxidation auf fast allen Medien gleich, nur auf Fotopapier ist es besonders stark. Ich nehme mal so ein bisschen Wasser und tupfe das mit den Händen jetzt hier auf. Also einsprühen ist mir jetzt ein bisschen zu ungenau. Mal gucken. Gucken wir mal, ob wir das hin. Schön die Finger wieder einbütteln. So, da seht ihr schon, da passiert schon dieses Blaue. Ne? Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis das trocken ist. Föhne das jetzt auch gar nicht, lasse es da einfach liegen und beachte es gar nicht. Und ja, vielleicht gehen wir doch noch ein bisschen was an Wasser drauf. Ich lasse das noch ein bisschen. So. Ich matsch da mal gerne mit den Fingern rum. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer mache. Keine Ahnung. Sieht irgendwie anders aus. So, ja. Ich warte hier, also ich bin mir noch unsicher, ob wir alles mit Vintage Photo inken sollen, weil das soll ja einen Hintergrund geben. Und hier habe ich mir gedacht, die schneide ich noch aus. Die fand ich nämlich, hätte ich schon fast ohne euch gemacht, die fand ich nämlich ein wenig, ja, wie soll ich sagen, die hat zu viel Hintergrund, beigen. Und selbst wenn wir die dann inken, fällt
die mir zu sehr aus dem Rahmen irgendwie, weiß ich nicht. Also ich finde es besser, wenn wir das hier abschneiden. Das hier oben könnten wir tatsächlich noch als kleinen Strip nutzen. Für ein anderes Projekt jetzt, das passt nicht ganz dazu. Ich habe mir schon hier so ein paar Teile rausgesucht, die ich am besten finde und die ich für den Hintergrund am geeignetsten empfinde. Da hier habe ich schon mal rundherum genäht, ne? Das war da nicht gleich ewig dranhängen. Das sind nicht so die kleinen Zwischenschritte, die immer lange brauchen. Und wenn ihr da warten müsstet, das wäre ja, dann würden meine Videos ja nicht nur anderthalb Stunden lang, sondern 4 Stunden lang werden. Ach ja, herrlich. Ja, es tut mir manchmal leid für diejenigen, die nicht so gerne lange Projekte mögen. Das ist bei mir halt so eine Sache. Ich möchte euch Projekte zeigen, die mir auch Spaß machen. Und ich möchte es nicht bis zur Unkenntlichkeit schneiden. Und deswegen gibt es bei mir solche Videos. So, seht ihr, da können wir das so schön ergänzen. Gerade wenn zu viel Fläche da ist oder so, können wir gleich mal ausprobieren. Ich möchte auch diesen Rotanteil hier verdecken zum Beispiel. Gucken wir mal. Die ganz stark lila gefärbten Teile hier und auch den Collage Strip möchte ich, glaube ich, mit Vintage Photo inken. Ich weiß auch nicht warum. Wir machen das einfach Risiko, aber ich werde es nicht zu stark machen. Ich werde jetzt nicht, was weiß ich, wie stark hier drauf gehen, sondern wirklich nur so einen dezenten kleinen Rahmen, dass sich das so absetzt ein bisschen. Soll zusammen weiterhin einen Hintergrund ergeben, aber es soll sich so ein bisschen voneinander abheben. Und da die ja sowieso sehr einheitlich gefärbt sind, finde ich das, glaube ich, ganz gut hier. Ich überlege mir wirklich, ob wir im Hintergrund noch mit anderen Farben arbeiten sollen. Also mit Crackle Paste, habe ich ja vorhin schon gesagt, wäre das eine sinnvolle Sache. Also nicht Crackle Paste, ich werde also nicht mit Schablone da drauf gehen, ich habe nur die Crackle Paint da. Wenn dann werde ich so einzelne Bereiche einfärben, habe ich mir gedacht. Aber das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht lassen wir das auch ganz plain und nehmen halt nur einen Stencil und kollagieren das. Also stenzeln das da drauf. Also machen das etwas einheitlicher und schöner im Hintergrund. Aber ändern nicht die Haptik, sage ich mal. Ich kann das schlecht erklären. Also ich ink das jetzt alles hier erstmal zu Ende. So, es tut mir leid, wenn ihr die Rasenmäher im Hintergrund hört. Es ist gerade Saison dafür, das kennt ihr ja sicherlich. Hier können wir so kleine Gimmicks dran machen, so einen kleinen Faden zum Beispiel. Ich hole mal einen gleich. Machen wir das gleich. So, ich gehe jetzt einmal hier rundherum. Und wir gucken einfach mal, was wir davon wirklich jetzt nehmen, letztendlich. Aber hier so die ganz kleinen Nupsis, die sind manchmal noch so Stellen, die müssen weg. Ja, es gefällt mir auf jeden Fall besser und passt jetzt auch besser, ne? Passt schon? Passt schön? Passt schön und passt schon, so. Der klebt jetzt garantiert nicht mehr so perfekt wie vorher. Den werden wir jetzt zusätzlich ankleben, weil da ja auch Wasser drauf gekommen ist. So. Kleben wir auch nur von der Seite hier fest. Da kommt ja noch ein Band durch, ne? Dann sieht man dieses ausgefranste hier nicht. Das steche ich sonst auch durch später. So. Ach, ja. Hätte ich doch ein bisschen Vintage-Foto dran machen sollen. Ganz vorsichtig gehe ich jetzt einmal hier so aus. Nun seht ihr das? Da kommt schon ein Unterschied. So, jetzt haben wir, glaube ich, das Gleiche wie hier. Ja. So, ich würde sagen, hier unten können wir den... Ja, wir packen das dahinter. So, hier drunter. Dann haben wir hier so eine Basis, die schräg ist. Hier wollte ich den Schmetterling oben ungefähr hinhaben, der das so ein bisschen aufbricht. So, ihn möchte ich hier, ich hoffe, er ist jetzt trocken. Also, er soll ja schon irgendwo ein Mittelpunkt sein hier mit der Pflanze zusammen und dem Vogel. Deswegen würde ich hier ein bisschen rübergehen noch. Und auch das im Vordergrund lassen hier. Das kann ruhig so ein bisschen, ich überlege gerade, nee, so rum muss das auf jeden Fall.
Da muss oben noch auf jeden Fall was drüber hier. Ich möchte gerne diesen Satz hier stehen haben, also diesen Ausdruck, brimmed with confidence. So, gehen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer noch hier mit. Eigentlich müsste das höher, ist das Problem. Ja, das ist gut hier. Das Runde ist ganz gut, dann stört das nicht so. So. Ja, das ist mir hier nur jetzt zu einheitlich. Muss mal gucken, ob wir hier gleich noch irgendwas drunter schieben können. Er muss schon hier mittig sein. So, wenn wir jetzt die Pflanze hier hinmachen, dann gucken wir mal, ob das hinkommt. Das müsste dann so in den Hintergrund, dass er sich da so anlehnt. Es soll halt so aussehen, als würde er sich an der Pflanze anlehnen. Klappt schon mal halbwegs. Und die müssen so auf einer Höhe ungefähr sein, damit das aussieht, als würden die auf einer Ebene stehen. Versteht ihr, was ich meine? Ich gucke mal. So, genau, den packen wir jetzt hier drunter. Weil ich das irgendwie vervollständigen muss, ja. Hier kommt noch ein Fädchen dran gleich. Da werde ich so einen braunen Faden organisieren, den ich auch hier fürs Nähen nehme. Ja. Aber wie gesagt, der Boden fehlt noch ein bisschen. Können wir die ja für nehmen hier. Da das zu dunkel ist, glaube ich, lege ich da noch was drüber. Nämlich sowas Helles oder eine Zahl. Das hier wäre mir, glaube ich, zu groß, oder? Obwohl, das sieht gar nicht so verkehrt aus, oder? Ja, das lassen wir so. Hier können wir noch die Briefen, nee, die ist zu matchy-matchy mit dem Hintergrund. Ist alles generell hier mir so ein bisschen zu matchy-matchy, aber der Vogel kommt ja noch. Ich finde nicht gut, dass das hier so weit drüben ist. Ich möchte das noch ein bisschen hier rüber haben. So, hier kommt ein Schleifchen oben hin. Hier kommt kein Schleifchen hin, würde ich sagen, sondern da machen wir noch irgendwas Nettes dran. Ein Anhänger oder so. Mit einem Spruch. Vielleicht müssen wir hier noch einen Spruch hinpacken. Und hier so drüber, vielleicht über die Pflanze. Ich habe da so ein Mini-Doily gerade gefunden. Und ich will das mal versuchen, das einzufärben. Und wenn das gut klappt, können wir das vielleicht zur Hälfte oder vielleicht auch ganz hinter ihn setzen. Und dann haben wir vielleicht so eine Art gewissen Effekt davon da. Ich mache mir nur ein bisschen Gedanken, ob das mit dem Shaded Lilac klappt. Aber eigentlich färbt sich das immer so ein wie auf dem Fotopapier. Wir versuchen es einfach mal. Ich werde jetzt einfach auf einen Acrylblock, ich mache das einfach mit euch zusammen, warum eigentlich nicht. Ich habe ja auch so ein Band besorgt. Das können wir dann hier oben noch dran machen. Ich nehme jetzt mal hier meinen größeren Acrylblock. Gib da Shaded Lilac drauf. Einfach so ordentlich. Ein Swatchel-Schmutsch. Einfach hier ordentlich so einen Klecks. Ein paar Mal drauf tupfen. Und es muss schon so einiges an Farbe da drauf. So. Wenn wir gleich sehen, wir müssen da ein bisschen Dusty Concord noch drauf machen, dann machen wir das einfach. So, ich gebe jetzt mal das hier ein bisschen Wasser. Schadet nicht, wenn man vorher das ein bisschen benetzt, das Doily. So. So, und ihr seht, das ist sehr blau. Ist auch okay, ne? Also die Farbe ist da drin, gar keine Frage. Aber erstens brauchen wir gleich noch ein bisschen mehr Wasser. Ihr seht, das ist jetzt relativ trocken. Das ist alles aufgewischt hier mit dem Deckchen. Damit man sich nicht das Stempelkissen vermasselt, damit ist das wichtig, dass das trocken genug ist. Geht niemals mit einem, ich habe da letztens was gehört, geht bitte niemals mit Wasser da drauf auf euer Stempelkissen. Also nicht auf euer Distress Oxide Kissen. So, das Ganze ist jetzt trocken, es ist mir definitiv zu fleckig geworden. Es passt wunderschön hier, keine Frage, aber ich glaube, ich werde das für was anderes verwenden. Ich schiebe jetzt hier mein ganzes... meine ganze Collage mal so ein bisschen höher. Ich versuche es zumindest, weil ich finde, dass er nicht mittig genug ist hier. Und möchte jetzt, seht ihr, das war hier zu voll.
Ich möchte hier diese Karte nur zur Hälfte hier hin machen. Also hier so hinter, dass das so hoch steht. So, damit der Vogel hier noch quasi einen Hintergrund hat. Steht, was ich meine, ne? Wenn ich das hier, den hier hin mache, dann muss der Kopf ja auch noch irgendeinen Hintergrund haben. So, und hier kommt ja der Schmetterling hin, den setze ich dann ein bisschen tiefer. Vielleicht hier so rüber, über den Spruch direkt. So, dann habe ich, ne, dann ist das ein bisschen besser umrahmt. Und wir benötigen noch einen Spruch. Da habe ich mir Folgendes rausgesucht. Come what may, lucky is a state of mind. Hier habe ich auch noch die Verpackung. Metallic Sticker Book heißt das. Daraus ist der, sind die Sprüche. Und ich glaube, das passt ganz schön. Ja, und ich würde sagen, ich klebe das Ganze jetzt an. Und wenn das hier festklebt, dann gucken wir zusammen, wo der Spruch hinkommt. Jetzt schneiden wir uns noch hier oben dieses Band ab. Guck mal, wie groß das ist. So. Dann nehme ich so ein Samtband halt einfach, das ich habe, schon seit längerer Zeit im Schrank habe. Und werde das hier durchfädeln. Das sollte eigentlich ganz gut hier durchpassen. Oh je. Ja, ich fummel das. Ich glaube, ich klebe erstmal fest und mache das dann. Und wir brauchen noch so eine Art Hintergrund für dieses Schild. Ich suche da auch mal was Schönes raus. Schwierig, schwierig. Ich habe noch nichts für den Spruch rausgeholt, aber ich habe hier schon mal festgeklebt einen Großteil. Und ich hadere gerade mit dieser Blume und dem Vogel und ja, ihm selbst. Ich werde ihn jetzt erstmal ankleben, mit Abstandspads wohlgemerkt auch, weil das mehr Sinn macht, habe ich mir überlegt. Es soll halt ein bisschen mehr Dimension haben und ich werde auch noch beim Schmetterling mit Abstandspads arbeiten. Deswegen halbiere ich mir die jetzt hier so. Die Flügel sollen abstehen und es soll trotzdem hier fixiert sein, damit hier nichts rumrutscht. Das finde ich immer ganz wichtig. Wir können das dann so ein bisschen biegen, dass die so ein bisschen Bewegung bekommen, die Flügel, und trotzdem fixiert sind. Dann seht ihr, das hat dann so eine schöne Rundung. Und das wollte ich euch unbedingt noch zeigen, bevor ich hier alles ohne euch mache. Das möchte ich ja auch nicht, nur um das Video möglichst kurz zu halten. Heute wird das wirklich mal ein bisschen kürzer, hoffe ich. Aber es ist ja auch dann ein kleineres Projekt, als so ein ganzes Journal zu gestalten. So, unter den Kopf machen wir noch hier so einen kleinen. Und unter den Vogel müssen wir dann natürlich auch Abstandspads machen, auch, obwohl ich die kleinen Fänge hier unten oder wie man das auch immer nennt, natürlich trotzdem fixieren werde auf der Schulter. Gucken wir mal, machen wir mal trotzdem hier halbe. Ich halbiere mir das nochmal hier. So, hier das und hier das. Ich gebe im Regelfall nochmal Kleber darunter, aber die sind recht stark und das jetzt schon, die halten wirklich über Jahre jetzt schon erstaunlicherweise. Das sind jetzt keine vom Action, sondern die habe ich mal in England damals bestellt, als das noch mit den Zollbedingungen nicht so schlimm war. So, und dadurch, dass wir die Abstandspads haben, können wir später diese Blume auch noch besser unterschieben, darunter schieben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich das jetzt hier, hier können wir auch noch einen halben hinmachen. Moment, auf die Füße, weil die Füße knicken uns sonst weg hinterher. Ich glaube, im Hintergrund werden wir nicht mehr mit Paste arbeiten. Ich habe das jetzt, wie gesagt, beschlossen und schon angefangen festzukleben. Sonst hätte ich das noch lose gelassen, natürlich. So, er soll natürlich mit der Blume bündig hier so stehen. Auf dem dunklen Bereich habe ich mir überlegt. Der Kopf soll relativ mittig hier sein. Ich denke aber auch noch daran, dass der Vogel hier dazukommt. Das heißt, ein bisschen rüber darf's. So, das ist schon mal super. Wirkt schon mal gut mit der Dimension. Das können wir hier jetzt noch so halbwegs runterschieben und auch noch ein bisschen kürzen. Gucken wir mal. Und das Vögelchen, das darf ich jetzt noch nicht ganz ankleben, aber das möchte ich hier auf der Schulter genau fixieren. So, hier. So, hier muss noch irgendwas hinter, ne? Also das muss quasi, diese Blume muss quasi hinter ihn, habe ich das Gefühl. Das hatte ich noch nicht probiert. Probieren wir das nochmal. Ha, jetzt muss ich wieder lösen natürlich. Das ist auch nicht so sinnig, aber
Das kriegen wir noch hin. Ich habe ihn noch nicht zu stark angedrückt gehabt. So, testen wir das mal, wie das aussieht. So, Moment, ich will ihn nicht knicken. Dann lieber ein bisschen langsamer. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Nur da ist genau der Vogel vor. Vielleicht so ein bisschen seitlicher. Ja, es ist manchmal nicht leicht zu entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir einigermaßen, ja. Ja, das sollten wir so lassen. Ich klebe mir jetzt hoch. Ich klebe mir jetzt erstmal die Pflanze hier fest. Dann, falls was hochstehen sollte, werde ich das noch regulieren. Ihn drücke ich jetzt mal richtig fest. Und auf die kleinen Greifer hier setze ich dann Kleber, damit sich das hier halbwegs festhalten kann, das Tierchen. So. Tupfe aber auch ganz schnell den überschüssigen Kleber dann weg. Ja, das gefällt mir. Jetzt sind die drei Sachen hier wirklich erhaben. Hier hätte noch was hintergekonnt. Ich gucke mal noch mal nach Kleinteilen. Vielleicht nehmen wir noch mal sowas hier und packen das dahinter in einer anderen Farbe. Irgendwas Weißes oder so. Ich finde das nämlich ganz gut, dass sich das hier so ein bisschen abhebt dadurch. Aber ich finde es auch zu weiß, bin ich ganz ehrlich. Das heißt, ich tupfe hier jetzt mal ein bisschen mit Vintage-Foto lang. So. Finde ich gar nicht verkehrt. Dann sieht das so ein bisschen schmutziger aus. Hätte ich natürlich vorher machen sollen, ne? Das ist gar keine Frage, aber kann ich jetzt nicht ändern. So, ja. So, jetzt hole ich aber wirklich mal was für den Spruch. So, ich habe ganz lang nach diesem Backdrop in den Backdrops 5 gesucht. Der passt perfekt dazu. Das ist der mit den Blumen. Man sieht hier, dass es auch der hier, der da unten ist. Ein bisschen unterscheiden die sich von der Farbe. Ich werde aber die Seite hier benutzen, weil die einfach besser als Hintergrund geeignet ist. Und ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich den Spruch hier drauf bringe. Also Fakt ist, es muss auf jeden Fall, der muss auf jeden Fall hier so hin. Ich lasse einen ganz schmalen Rand, werde einmal rundherum nähen, wohlgemerkt. Gerade wäre schön. Vielleicht sollte ich mir erstmal gerade hinlegen, damit ich auch gerade aufkleben kann. So, und dann brauchen wir noch ein paar Highlights. Das funktioniert nicht anders. Also ich finde das gerade, da fehlt mir noch etwas hier hinter. Ich habe hier schon so ein kleines Metallteil rausgeholt, noted. Werde das hier festbinden an der Seite. Das mache ich erstmal und dann gucken wir mal, wie das insgesamt mit den Sprüchen so aussieht jetzt gleich. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hier da auch noch was dran mache, aber ich glaube, ich werde einfach hier oben eine Schleife dran machen. Also hier binde ich ein Steifchen hier oben. Und hier hätte ich noch so gerne ein ganz kleines Teil. Ich habe jetzt aber meine ganzen kleinen Teile schon verbraucht, glaube ich. Ich meine, ich hätte noch ein Herzchen übrig. Ja, das schneide ich per Hand. Mit der großen Schere würde ich sagen, damit das gleichmäßig wird. Und nähe einmal rundherum, dass es nach Schild aussieht, auch wirklich. So. Braucht man nicht viel davon. Schade mit der Rückseite. So, ich nähe da jetzt erstmal drumherum. So, ich habe jetzt 2 Layer hier hingemacht und noch ein Abstandspad dahinter, ein bisschen Kleber drauf. Ich weiß, dass ein bisschen sehr viel von der Blume jetzt verdeckt wird, aber ich habe keinen anderen Platz gefunden, wo der Spruch hinkommen kann. So, und der kommt jetzt hier einfach hin. Der nimmt ein bisschen zu viel Platz weg. Ich hätte das hier noch so einschneiden müssen und dann vielleicht wäre das schlauer gewesen. Aber mir ist der Spruch wichtig. Irgendwie gehört er dazu. Ich hätte auch schon kurzzeitig überlegt, den hier oben hinzumachen. Hier habe ich jetzt noch so ein Schnipselchen gefunden. Das werde ich dahinter kleben. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Vielleicht nur so einen halben Schnipsel. Ich halte das nochmal an. Irgendwie geht das jetzt so runter. Dadurch, dass der Spruch da ist, ist es wieder eine andere Situation. Ich mache das weg. Also ich glaube, es bringt nichts, wenn wir das dahin machen. Ganz glücklich bin ich nicht, aber es ist schon witzig, es hat Witz und
Ich glaube, ein paar Spritzer brauchen wir jetzt noch, ein paar Goldspritzer, weil ich hier Gold verwendet habe. Und hier oben, der ist mir hier ein wenig zu sauber. Ich werde ihn tatsächlich so ein bisschen mit dem Inkpad hier mit Dusty Concord einfärben, habe ich mir gedacht. Das geht nämlich wunderbar, seht ihr? Und auch nochmal von hinten. So, jetzt passt es dann doch etwas besser. So. Ja, lassen wir das so ein bisschen feucht machen, damit die blaue Farbe ein bisschen oxidiert, also es ein bisschen blau wird, hoffe ich. Ja, passiert, funktioniert. Gut, machen wir das so. Geh dann nochmal drüber, lass das dann aber trocknen und gehe nicht nochmal ins Pad rein. Ja, jetzt ist es intensiver. So. Ja. Goldspritzer. Ich organisiere Gold. So, ich hatte noch einen Einfall und habe hier kleine Goldperlchen dran gemacht. Dann wird das Gold auch wieder aufgenommen. Wir machen definitiv noch ein paar Goldspritzer da trotzdem drauf. Ich muss noch was zum Abdecken organisieren. Hier habe ich ein Restpapier. Das nehmen wir einfach. Ich möchte nicht, dass der Vogel oder er hier in den Bereichen angespritzt werden, weil das sonst nicht schön aussieht. Ich spare mir jetzt mal die Unterlage und wische das lieber gleich direkt weg, wenn das andere trocknet. Oh je, das hatte ich länger nicht auf. Schon länger keine Goldspritzer mehr gemacht. Nein, so lange ist das auch noch nicht her, aber es muss ein bisschen gemischt werden. Ich lasse mir das Gemisch immer hier stehen und hoffe, dass das jetzt so in Ordnung geht, dass das gut funktioniert. Ich spritze hier einmal über die Diagonale. Kann ruhig noch ein bisschen mehr. Vor allen Dingen noch bis hier unten. Genau, ein paar dickere Spritzer. Und auf die Blume auch noch. Oh ja, der war ein bisschen sehr dick hier. Das war schon fast ein Blob. Aber den lassen wir jetzt trotzdem so. Finde ich gar nicht schlimm. Oh, hier liegt noch eine Perle drauf, sehe ich gerade. Die muss da nicht mit bei. So, und jetzt mache ich sauber, warte, bis das Ganze trocken ist. Und dann sehen wir uns ganz kurz noch einmal. So, ich bin fertig. Letztendlich gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ja, der Schmetterling hätte hier unten sein müssen. Ich habe versucht, ihn anzulösen, aber es funktionierte gar nicht mehr. Habe ich mir aber auch schon fast gedacht. Ja, dass hier so viele sind, so viele kleine Fädchen sind, war eigentlich nicht geplant. Ich habe den Anhänger jetzt wieder abgemacht. Ich fand, der passte da einfach nicht gut hin. So, ich lasse den Rest jetzt so, wie er ist. Das schneiden wir jetzt einfach noch ein bisschen kürzer. Und dann sind wir durch für heute. So, das muss einfach ein bisschen kürzer, damit das nicht stört. Ne? Unten waren auch noch ein paar Pärchen dran. Das sind einfach welche vom Action. Letztendlich, wie gesagt, finde ich es ganz okay. Und ich hoffe, das heutige Video hat euch Spaß gemacht. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.